Hallo Herr Lindner, schönen guten Morgen und wir sind hier heute mal zufällig in Hamburg und meine Frage ist, warum sind Sie eigentlich immer nur alleine auf den Wahlplakaten zu finden? Das ist amüsant, dass jemand, der in Hamburg ist, diese Frage stellt, denn Hamburg ist voll mit meiner Freundin Katja Suding. Ich bin bundesweit natürlich auf den Plakaten der FDP am meisten zu sehen, so wie Frau Merkel bei der CDU, so wie Herr Schulz bei der SPD. So ist das eben im Wahlkampf. Also der Eindruck aus Berlin, mein privater Eindruck, wenn ich hier reinfahre, ist, ich sehe fast ausschließlich Ihre Plakate. Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist eine Frage. Warum ist das so? Erstens, und wie fühlt sich das an, wenn Sie das beschreiben können und mögen, quasi selber zu entscheiden, das eigene Bild jetzt quasi in den Mittelpunkt einer Kampagne zu stellen? Alle Spitzenkandidaten sind auf den Plakaten. Frau Wagenknecht bei der Linken habe ich eben gesehen, Frau Merkel bei der CDU. Welcher andere Politiker der CDU ist auf irgendeinem Plakat zu sehen? Na, hier der Wahlkreiskandidat. Ja, das gibt es bei uns auch. Tegelretter ist Ihnen schon aufgefallen. Hängt mein Kollege Christoph Also wir Meyer fahren überall. Nachher mal die Straße entlang, Können die ich wir fahre. gerne Da machen, stehen biete ich Ihnen eine Wette an. Tegelretter. Eins kennen Sie hier auf, in Berlin? also die Wette lautet Ja. 1 auf 15. Eins von Herr Tegelretter. Blome, mir sind Plakate egal. Ich spreche Ah, über Inhalte. und darum haben Sie so viele gemacht? Ja, wir sind, wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, nicht im Bundestag vertreten. Wir haben nicht einen einzigen Bundesminister. Und dann kann man auf Tabubrüche setzen wie die AfD oder man kann eine Kampagne machen, die so ist wie die Partei und wie man glaubt, dass das Land werden sollte. Frisch, modern, offen, neue Wege, neu denken, mal was wagen. Aber man könnte schon sagen, abschließend, die Partei ist im Moment sehr stark auf Sie zugeschnitten, was vielleicht auch dem Umstand geschuldet war, dass Sie außerhalb des Bundestages agieren mussten, um da wieder hineinzukommen. Fanden Sie diesen klaren Zuschnitt auf sich selbst ein notwendiges Übel, um wieder zurück in den Bundestag zu kommen, oder eine tolle Sache? Notwendiges Übel, weil bedauerlicherweise der Experte XY der FDP für bestimmte Politikfelder leider in der Bild nicht eine Zeile bekommt. Der Parteivorsitzende dankenswerterweise aber schon mal eine Sendeminute. Vielen Dank dafür. Bitte.